Da ist Schweiß. Und auch heller Schweiß. Das sieht gut aus. Ein ganz herzliches Willkommen im neuen Jahr. Allen alles Gute, viel Weidmannsheil, viel Gesundheit und das, was alles so dazugehört. Hier im 750 Hektar großen Eigenjachtbezirk, Großprivatwald. Auf dem Papier sind es zwei Eigenjachtbezirke, die aneinander hängen. Fast nur Wald. Wichtigste ist natürlich die Sicherheit. Bei der Sicherheit ist das Wichtigste, dass man mit der Kugel verantwortungsbewusst umgeht. Freigabe noch ganz wichtig. Die ist aber bei uns relativ einfach. Wir jagen ausschließlich auf Schalenwild. Also alles, was Schalen hat, wird bejagt. Wir jagen beim Rotwild auf alles Kahlwild und auf Hirsche der Klasse 3. Und wir bitten ganz dringend, wenn Kälber im Rudel sind, dann wird nur auf Kälber geschossen. Das ist das Einzige, was uns wirklich unheimlich wichtig ist. Genau. Dann auf alles Schwarzwild jagen wir, da auch nur Muttertierschutz beachten. Also bedeutet keine Bachen mit abhängigen, in Klammer gestreiften Frischlingen. Also abhängig sind sie dann nach der Wildbiologie, wenn sie gestreift sind. Ansonsten ist alles Schwarzwild frei. Ja, ihr seht's, für mich und den Kevin von Wildblitzer geht's heute wieder auf Drückjagd. Wir sind bei Jagdkonzept wieder eingeladen. Danke im Vorfeld an das ganze Team von Jagdkonzept. Ich freue mich immer riesig auf die Jagd bei Jagdkonzept. Wir haben jetzt heute und morgen jeweils zwei Triebe. Einmal hier in Dachsweiler und morgen in Bickebach. In Bickebach war ich selber noch nie, in Dachsweiler war ich bisher immer ganz erfolgreich. Und ich schau mal, was der Jagdtag so bringt. So. Ansprache ist durch. Wir sind jetzt auf dem Weg zum ersten Treiben. Wir haben heute ja zwei Treiben vor uns. Heute im Utschenwald, da war ich auch schon zweimal. War auch beides mal sehr erfolgreich, deswegen sind die Erwartungen hoch und die Motivation auf jeden Fall auch. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir haben den Eugen als Ansteller. Der hat mich, glaube ich, noch nie angestellt. Aber das wird. Ich bin sehr gespannt und wir sehen uns dann gleich am Hochsitz. Wir sind jetzt im Wald angekommen. Ich kenne die Stelle schon gut. Hier habe ich drei Sauen geschossen vor zwei Jahren. Also ich freue mich und wir schauen mal zum Sitz. Alles von den Sauen gebrochen. Also Voraussetzungen sind auf jeden Fall top. Jagdkonzept für mich immer so ein bisschen, ja, eins der Highlights auf jeden Fall im Jahr.
nicht nur aufgrund vom jagdlichen Erfolg, aber auch wenn man nichts schießt, ist es hier einfach ein gelungenes und schönes Rundumpaket. Wir haben 2 Tage vor uns, 4 Treiben insgesamt. Ich bin jetzt auf meinem Stand im 1. Treiben angekommen, sieht vielversprechend aus. Mit dem Alex, da wo er heute auch sitzt, saß ich vor 2 Jahren schon mal. Da haben wir 3 Frischlinge schießen können. Ganz hier in der Nähe, also kenne ich das hier zumindest ein bisschen. Gucken wir mal, was heute geht. Ja, so die erste halbe Stunde ist rum. Bei mir ist noch echt recht ruhig. Die Treiber kommen jetzt hier vor mir in die Deckung. Es sind schon jede Menge Schusssalven gefallen, alle aber links von uns. Ich dachte, jetzt passt, jetzt können sie runterkommen. Ist dann kerzengerade umgedreht, ohne dass uns mitbekommen hat, und ist wieder nach oben und kam dann leider nicht mehr wieder. Es hat wirklich oft geschossen, es sind noch 7, 8 Minuten. So ganz die Hoffnung verloren habe ich auch noch nicht. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch ein 2. Treiben und haben da dann vielleicht noch mal eine Chance auf weiten Anteilen. Wir hatten auf jeden Fall schon mal Anblick, die Hunde haben gut gearbeitet und der Konzi hatte, glaube ich, auch ein bisschen was an Anblick. Bin ich gespannt, wie das im 2. Treiben läuft. Wie es halt so ist mit dem Rehwild auf den Drückjagden, vor allem bei mir in diesem Jahr, habe ich einfach ein bisschen Pech. Mich hat ja ein einzelnes Stück Rehwild angewechselt auf einen perfekten Wechsel. Die Hunde waren so knapp 100 Meter dahinter, also hätte was gehen können. Hat aber einfach nicht verhofft und hier auf ein bewegendes Stück Rehwild zu schießen, mache ich allgemein nicht, also dementsprechend auch nicht heute. Ahnenruhe, Treiben ist vorbei, nichts mehr passiert, ist so. Jetzt geht's ans Aufwärmen, schnell zum Streckenplatz. Dann geht's auch gleich weiter zum 2. Treiben. Felix, ja, da gibt es eine kleine Änderung.
Hallo. So, wir sind jetzt unterwegs zum zweiten Treiben. Konnten uns gerade ein bisschen aufwärmen. Es gab auch Leberkäse, richtig gut. Es war viel wild unterwegs. Ich habe jetzt gerade ein bisschen mit den Treibern gequatscht, mit dem Uli gequatscht, hier mit einem von den Chefs. Rotwild, ein ganzes Rudel war unterwegs. Es wurde auch Rotwild geschossen, ein Kalb lag. Es wird jetzt noch ein angeschossenes Schmaltier im zweiten Trieb erwartet. Schauen wir mal, vielleicht kriegt das ja einer, das wäre natürlich super. Dann könnte man dem Leid und auch die Nachsuche ersparen. Ja, ich bin gespannt, wo wir sitzen. Ich glaube, eine Ecke, in der ich noch nicht saß. Schauen wir mal, was da so los ist. Ja. Der steht in dieser Rinne, da geht es in der Rinne. Ja. Durch, von oben nach unten. Nachbar. Okay, top. Und lass mein Auto hier hinter deinem stehen einfach. Stand gerade bezogen. Brutal spannender Beginn. Es kam eine einzelne schwere Sau. Ich würde sagen männlich, schwer anzusprechen, hier in den Buchenrauschen von oben runter. Meine Mutter hat dann schnell die Kamera auch genommen. Ob man die jetzt noch auf der Kamera hat, weiß ich nicht. Aber ich weiß ganz genau, wo ihr die auf der Kamera habt. Und das seht ihr jetzt. Ist ein nicht so einfacher Hochsitz, weil die Schneisen so, ich würde sagen, 5 Meter breit sind alle. Bin aber im Hochwald, dürfte das Wild dementsprechend schon früh anwechseln hören. Jetzt hat es endlich gepasst. Mein erstes Stück, was ich schießen konnte bei Jagdkonzept. Ich war ja meistens quasi immer nur als Kameramann dabei. Und jetzt hat es gepasst. Es ist eigentlich genauso gekommen, wie ich vorhin beim Anmoderieren von dem Stand hier schon erklärt hatte. Die Sau kam vom Alex seine Richtung. Er konnte nicht schießen, weil es ziemlich schnell ging mitten im Bestand. Bei mir kam sie auch von genau der Richtung, wo ich eigentlich nicht viel Einblick zu habe. Auf 50 Metern ungefähr, die GoPro hatte ich laufen. Da müsstet ihr, glaube ich, sehen, was passiert ist. Ja, Hahnenruh, das war es leider für den ersten Jagdtag für mich. Ihr habt es mitbekommen, die starke Sau, die der Konzi schießen konnte, die kam auch bei mir. Leider ohne Chance. Jetzt schauen wir mal zum Konzi und gucken mal, was der da so fabriziert hat. Ich bin sehr gespannt und wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Gesehen. Heute hat es endlich mal gepasst. Mein erstes Stück bei Jagdkonzept. Habe es gerade auf dem Hochsitz schon mal erklärt. Ich war ja fast immer als Kameramann dabei. Heute hier auf einem Top-Stand. Respekt nochmal an die Treiber. Das ist hier keine einfache Geschichte. Der Alex kennt, wie es ist, bei uns zu treiben. Ich glaube, das hier ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mit solchen Leuten steht und fällt so eine Jagd natürlich. Jetzt geht es zum Steckenplatz. Mit einer Sau im Gepäck. So kann es laufen. Und morgen geht es direkt weiter. Der 94. Danke. 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 Danke.
verehrte Yachtgesellschaft, liebe Yachtfreunde, Gäste, Hundeführer und. Der Yachttag, ja, ist zum Glück mit blauem Himmel jetzt beendet, sonst wäre es jetzt schon dunkel. Aber ich finde, ja, auch das Ambiente gibt noch etwas her hier. Im Prinzip in Summe 24 Stück Schalenwild erlegen konnten, davon 2 Stück Rotwild, ein Kalb, ein Spießer heute Nachmittag nochmal. 13 Stück Schwarzwild und rechnerisch 9 Stück Rehwild. Super, freut mich. Weit man soll. Genächtigt, hoffe ich. Ja, top. Moin. Hallo. Ja, dann alle herzlich willkommen. Ich denke, frohes neues Jahr, darf man mir noch wünschen. Alles Gute, viel Anblick, viel Weidmannsheil davon. Das ist heute unsere zweite Drückjacht. Ich bin voller Zuversicht, dass Schweine da sind. Rehwild auf jeden Fall. Mit den Schweinen bin ich guter Dinge. An der Silvesternacht sind sie auf der Kamera mal gewesen. Also für dieses Jahr haben sie schon das Revier besucht. Das Einzige, was an dieser Jagd sehr interessant ist oder besonders ist, dass wir kaum mit Hunden jagen können. An der ersten Jagd haben wir keinen Hundeeinsatz gemacht, wegen der Hunsrück-Höhenstraße. Ihr seid sicherlich alle über diese angereist. Es ist eine stark befahrene Straße. Also die Leute, die über die Straße rausfahren zum Anstellen oder heute Mittag, es werden eventuell teure Fotos gemacht. Die Straße ist auf 30 km/h runter reduziert. Bitte haltet euch daran, ansonsten könnte es passieren, dass teure Fotos gemacht werden. So stehen wir jetzt durch diese Wiese hier. Bevor du läufst, also wenn du den zweiten höheren Baum links, den, ja, der trocken ist, ja, siehst du vielleicht unten rote Markierungen dran? Ja, sehe ich. Ja, da geht's rein. Okay. Das ist da. Ne? Da geht's rein und dann zum Stand 28 geht es gleich nach rechts. Das ist so eine Kuppe, so eine Felskuppe. Und da haben wir den Drückpunkt genau oben hingemacht. Ja. Und dann kannst du wirklich fast 360 Grad überall so in so Jungstände rein. Reinlaufe, ich laufe nicht mit. Da, wo dieser Altholzkomplex anfängt, ja, ne, da geht dann nach 30 Meter, 40 Meter geht rechts. Das markiert Nummer 36 durch den Altholzkopf durch. Unten bis an den Rand von den Fichten da. Mhm. Und da steht der Drückenbock. Du hast einen schmaler Korridor zur 37. Mhm. Jetzt gerade im ersten Treiben. Also wir gehen jetzt gerade zum Stand. Der Uli hat uns gerade angestellt. Wir stehen hier unten in so einem Dorn-Fichten-Komplex drin. Deswegen heißt es auch ganz leise zum Stand gehen. Und dann gucken wir mal, vielleicht liegt ja gleich Wild drin. Ein sehr interessanter Stand hier im Hochwald. Ich habe hier vor mir einen Dorneinstand. Da meinte der Uli, mein Ansteller, auch, dass da gerne das Wild drin liegt. Ansonsten konzentriere ich mich nach oben. Ich habe hier einen Alpenschusssektor vor mir. Der gilt aber nicht mehr für mich. Und ich habe hinter mir einen Schusssektor, der gilt. Da sitzt ein Nachbar, ja, ich würde sagen so 100 Meter von mir. Genau. Ich bin gespannt. Stand ist super. Schauen wir mal, ob hier was kommt. Thank you.
Ja, jetzt ungefähr eine Stunde vom Treiben rum. Es wurde jetzt auch richtig spannend. Gleich am Anfang hat es oft geschossen, viele Salven. Und dann kam auch bei mir bereits das erste Stück Rehwild. Ist hier hinter mir am Hang entlang, ist dann vor mir in die Brombeeren rein, habe ich es ja nicht mehr gesehen. Und dann haben wir gesehen, wie es übers Feld weg ist und gleichzeitig noch ein anderes Stück Rehwild übers Feld weg ist. Die haben mich leider ein bisschen veräppelt. Jetzt bin ich gespannt, ich bleibe aufmerksam. Ja, jetzt sind noch 1-2 Minuten bis Hahn in Ruhe. Es kam noch ein Reh. Selben Wechsel eingenommen wie das andere Reh. Ich leider wieder genauso veräppelt ist wieder. Mit einem Hund hinten dran, dann übers Feld weg. Man kennt das ja, dass das Rehwild da gerne übers Feld geht, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ja, und da kam auch noch ein Fuchs, aber die Kamera da nicht schnell genug. Ich hätte den sehr, sehr gerne erlöst, weil der hat eindeutig Reute gehabt. Der hatte auch schon an der Rute kein einziges bisschen Fell mehr dran. Also das wäre echt gut gewesen, hätte ich den bekommen. Ich hatte leider wirklich keine Chance. Der ist durch den Hochwald marschiert, dann in die Brombeeren rein und dann war er auch schon weg. Tja, jetzt heißt zusammenpacken. Wir haben ja noch eine Chance. Der Kevin von Wildblitzer hat auch auf jeden Fall ein Reh bekommen. Konzerter Anblick. Und ich schaue mal, dass ich vielleicht im zweiten und letzten Treiben für dieses Wochenende bei Jagdkonzept vielleicht auch noch weit mal Zeit habe. Bejagt. Zweiter Teil geht jetzt hier rüber und wir sind ja bekannt dafür, ich glaube Deutschland war die einzigste, hat Uli gestern mal gemeint, dass wir so stark überlappen. Das heißt, es kann jetzt oder es wird sein, dass Schützen auf Ständen stehen, wo heute Morgen auch schon ein Stück erlegt wurde. Das spielt aber absolut keine Rolle. Also geht genauso mit einer hohen Motivation auf den Stand, wie wenn noch nichts geschossen wurde, weil unsere Erfahrung zeigt einfach, dass wir Wild vom zweiten, vom ersten Trieb ins zweite treiben und genauso wieder andersrum. Interessante Stelle hier mitten in der Dickung. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund und seht es, ich habe eine Windrad hier überall von mir. Dadurch wird es mit dem Hören sehr, sehr schwer. Insofern müssen wir umso aufmerksamer sein. Ein Anschauer meinte schon, der hat letztes Jahr hier 2 Rehe geschossen. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben hier 4 Schneisen, mehr oder weniger. Hier kann ich auch noch reinschießen. Aber hauptsächlich hier 2 Schneisen rechts und links. Ja, ich bin gespannt und sehen werde ich hier auf jeden Fall was. Ob ich es dann bekomme oder eine Chance bekomme, sehen wir dann. So Leute, willkommen beim zweiten Treiben. Wir sind aufgewärmt, das Jagdfieber ist wieder da. Mittlerweile ist die Sonne rausgekommen, Temperaturen ein Traum. Eine richtig schöne Januarjagd bei Topwetter. Ich habe meinen Stand bezogen, den ja, würde ich jetzt erstmal als Traumdrückjagdstand betiteln. Mit 2 kleinen Hürden. Wir haben auf der einen Seite die Bundesstraße direkt hinter uns. Und auf der anderen Seite sitzen wir wieder direkt an der Wiesenkante. Beides könnten Herausforderungen werden. Ich kann mir vorstellen, dass hier das Wild auch wieder, vor allem das Rehwild, über die Wiesen zieht. Im Schwarzwild denke ich es eher nicht. Und auf der anderen Seite mit der Bundesstraße müssen wir ein bisschen mit dem Schuss aufpassen. Ja, da sind haufenweise Autos dabei, die mein Gehalt übersteigen. Späßchen, aber auf gar keinen Fall können wir da hinschießen. Genau. Ansonsten sitzen wir mitten im Hochwald an der linken Seite, linke Hand von mir, habe ich ja, Brombeeren, Dickung, eigentlich alles Top-Einstände. Hier sind die Sauneinstände, ja, bin ich mir ziemlich sicher. Hier wurden im Wald auch des Öfteren schon die Sauen gesehen, mehrere große Rotten. Das ist so ein Gebiet, wo ich sagen würde,
da lebt einer davon. Schauen wir mal, was geht. Spannend und völlig aus dem Nichts. Wir stehen hier, lange nichts getan und dann hörte man auf einmal Schüsse aus der Ferne und dann knackte es und dann kam tatsächlich eine ganze Rotte drüber, Bache mit leeren Fischen und dann standen die auf der Schneise relativ verpult und hinten war einer frei, auf den habe ich geschossen. Ich habe in der Aufnahme gerade gesehen, es hat auch aufgestaubt auf der Seite. Ich war auch super drauf, also ich gehe stark davon aus, dass der liegt. Genau, ich wollte dann noch eine zweite Kugel hinterher setzen, konnte ich aber nicht. Die haben ja auch noch ein, zweimal verhofft, ich weiß nicht, ob man es auf Kamera sieht. Ja, die haben mir im Stand verhofft, das war zu schwer, um da noch irgendwie nochmal nachzuschießen. Wir schauen mal, ich bin gespannt, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube nicht, was jetzt hier gerade los ist. Jetzt kam nach der Rotte gleich nochmal eine einzelne Sau. Ultra schwer. Aufmerksam bleiben. Einzeln auf die habe ich geschossen. Die wollte erst näher an mir vorbei, ist dann doch weiter an mir vorbei. Schwerer Schuss. Müssen wir mal gucken. Aber ja. Boah, jetzt kommt gleich die nächste Sau. Die wollte hier auf 5 Meter an uns vorbei. Dann hat sie wahrscheinlich Wind bekommen und ist abgedreht. Schade. Ich glaube, die haben wir nicht auf Kamera, aber jetzt ist auf einmal mega los. Das ist verrückt. Jetzt sind überall die Sauen. Ja. Hahn und Ruhe. Was ein spannender Jagdtag jetzt dann doch noch zum Ende. Heute Morgen haben mich die Rehe ein bisschen veräppelt. Die Sauen wollten mich auch veräppeln, aber ich habe dann doch zum Glück ein, zwei Chancen bekommen. Und schaue jetzt mal, ob die Sau liegt. Ich bin richtig gespannt. Wir bauen jetzt ab und gucken dann gleich mal hin. So, wir sind jetzt am Anschuss. Ich finde jetzt hier gerade noch nichts. Ich habe aber eigentlich so ein gutes Gefühl. Und oft ist es ja genau so, dass dann am Anschluss noch kein Schweiß ist. Weil bis dann wirklich der Schweiß an der Sau runterläuft, dass man es am Boden sieht, kann ein paar Meter dauern. Ich habe die Waffe unterladen. Da seht ihr den Hochsitz auf der Schneise stehen. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen den Sauen hinterher, nicht zu weit. Und im Notfall müssen wir nochmal einen Hund dazu holen. Ich bin gespannt, aber ich glaube, sie könnte liegen. Ah, da ist Schweiß. Und auch heller Schweiß. Das sieht gut aus. Ah, das sieht optimal aus. Das ist genau der Schweiß, den man finden will. Bläsrig, hell, mit einem Lungenstückchen sogar. Besser geht's nicht. Es ist wie oft. Die Sau wird jetzt hier bestimmt irgendwo liegen. Ah, da sehe ich sie schon. Da vorne liegt sie. Schaltet da nicht ab. Wenn ihr am Anschuss keinen Schweiß findet, das ist oft nicht mal ein Zeichen dafür, dass ihr im Leben geschossen habt. Wenn ihr ein gutes Gefühl habt und auch wenn nicht, geht da den Fährten immer hinterher. Erstens, oft liegt das Wild und zweitens hat es das Wild auch einfach verdient. Und jetzt gucken wir mal zur Sau. Da können wir entladen. Schuss ist gut, Sau liegt. Das freut mich sehr. Freunde, ist unfassbar. Ihr habt es ja gesehen, es kam ja nach der Rotte gleich 2 Minuten später noch eine Sau. Jetzt sind wir zum Anschluss. Ich war mir echt unsicher. Also bei der Rotte war ich mir sicher, die liegt. Ich war mir echt unsicher bei der zweiten Sau. Ihr seht selber, Lungenschweiß. Die zweite Sau liegt auch.
und fahre da hinten. Ich freue mich riesig. Sau Nummer 7 bei Jagdkonzept. Jägerherz, was willst du mehr? Brutal, brutal. Da liegt die Sau. Ich sehe schon, Top-Schuss, so soll es sein. Wir bergen sie jetzt mal zur zweiten Sau und schauen dann mal zu den beiden Sauen. Das freut mich. Ast rein. Ja, ihr seht's. Was ein Tag. Was ein Ende vom Tag vor allem. Das erste Treiben hat mich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen frustriert, wenn man das so sagen kann. Weil der Fuchs, den habt ihr zwar nicht gesehen, aber das hätte mir sehr am Herzen gelegen, den zu erlösen. Habe ich leider nicht hinbekommen. Dass der jetzt so endet, hätte ich ehrlich gesagt auch nie erwartet. Drückjagd-Wahnsinn bei Jagdkonzept geht weiter. Irgendwie liegen mir die Jagden hier immer. Hier ist auch immer mächtig was los. Unfassbar. Unglaublicher Tag. Vielen Dank nochmal an das ganze Team von Jagdkonzept. Das sind immer top, top organisierte Jagden. Ich kann die euch nur ans Herz legen, wenn ihr hier mal jagen wollt, schreibt denen einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse blende ich euch jetzt mal ein. Und dann könnt ihr genau so Sachen erleben wie hier. Richtig gut. Waldmannsheil. Und Waldmannsdank. Waldmannsheil. Ganz hinten am Windrad. Dann blieben sie zum Glück stehen auf der Schneise, habe ich eine geschossen. Dann sind die hier zu ihm, er hat auch zweimal drauf geschossen. Okay. Und dann kam die andere, kam dann einzeln hier die hinter mir. Also wenn ich nach vorne gucke, hinter mir durch die Schneise und dann habe ich zweimal geschossen. Okay, super. Waldmannsheil. Und Martin, war doch gut was los. Ja, war gut. Top. Also nur Emmy, aber bei Alexander kam, keine Ahnung, 7 oder 8 Hutsche von hier, sind dann hier,